glaube, es ist an der Zeit, dass wir tatsächlich auf aktive CO2-Entfernung umsteigen müssen. Das heißt, wir bauen hier eine kleine Pumpe rein. Hier so irgendwo. Ja. Machen dort einen Element-Sensor. Wäre eigentlich besonders gut. Das heißt, wir suchen uns... ach du Heilige, das war auch mal... Ah ne, warte, hier muss ich suchen. Gibt doch ein paar neue Sachen. Interessant. Der Quitter-Sensor ist auch neu. Auch den kann man mal irgendwann austesten. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir den am besten einsetzen. Der Gas-Element-Sensor. Sehr gut. Den suche ich. Dann können wir nämlich zum Beispiel hier schauen, dass wir bis dorthin CO2 haben und nicht höher. Können dann entsprechend hier ein Automation-Signal hochsenden. Wobei wir das eventuell invertieren müssen. Ich weiß es nicht. Muss man mal schauen. Und dann basteln wir hier entsprechend eine Pipe nach unten. Das ist alles schön billig eigentlich. Einfach nur hier runter. Und dann kommt dort auch direkt schon ein High-Gas-Pressure-Vent. So. Gut, damit wir hier ein bisschen das Ganze in den Griff bekommen. Weil noch verbessert sich die Situation nicht gerade. Weil, naja gut, wir haben auch noch nicht wirklich mehr Slicks da. Und es wird halt einfach immer mehr CO2, weil der Kohlegenerator auch weiterhin läuft. Kohle haben wir glücklicherweise mittlerweile ziemlich viel. Das ist kein Problem. Aber das ganze CO2 hier, das ist echt unschön. Und ich glaube, das führt auch tatsächlich zu Stress, dass wir halt hier so viel CO2 haben in der Base. So, ab jetzt wird gearbeitet. Ich hoffe, dass es hier dann auch entsprechend bald losgeht. Schließlich ist es ja auf Priorität 9. Ansonsten könnten wir auch nach Sauerstoff suchen. Also falls wir es invertieren müssten, könnten wir sagen, dass wir einfach das Sauerstoffsignal nehmen. Und dann wird es auch funktionieren, weil wir wollen ja eigentlich nur Sauerstoff hier drin haben. Ja, gut, das geht. Das ist also kein Problem. So, die Pilze, um die wird sich gut gekümmert. Essensmäßig sind wir gerade wirklich auf einem Level, wo man sagen kann, ja, es bleibt gleich. Also von dem her geht gerade so. Aber eigentlich wäre es natürlich schön, noch ein bisschen mehr zu haben. Wir haben jetzt auch ein bisschen Slime einfach nur dadurch bekommen, dass wir Sachen abgebaut haben hier in der Umgebung. Allerdings der Geysir unten, der wird bald wieder anfangen. Das heißt, da hoffe ich, dass es halbwegs so gut aussieht. So. Filter Outputs. Was will ich erkennen? Ich will CO2 erkennen. Ja, ich glaube, das passt so. Ich erkenne CO2, dann ist der jetzt an. Und dann würde der jetzt hier rauspumpen. Brauchen natürlich entsprechend noch Strom. Und da schauen wir mal. Da haben wir hier direkt eine Leitung. Das ist doch praktisch. Ah, das ist die Leitung. Nehmen wir lieber die. So, anschließen und fertig. Sehr, sehr gut. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeug. Das heißt, es kann sein, dass es nochmal wärmer wird. Ich weiß es nicht. Wir sollten vielleicht noch eine Wastewater tatsächlich reinpflanzen. Ja, es geht noch. Es geht noch. Aber so richtig schön ist es nicht. Auch hier fehlen nur noch so einzelne Leitungen. Das hängt immer so an ein paar wenigen Stellen. Naja, weil sonst könnten wir auch anfangen, nur vorzuheizen und so, aber es dauert alles noch. Hier unten ist, na, die Wastewater ist auch noch nicht angekommen, weil es auf Priorität 5 ist oder so. Und hier ist einfach eine Leitung durchgebrannt. Ich glaube, dass deswegen hier einfach nichts mehr ist. Die muss entsprechend ausgetauscht werden, aber ja, auf der Priorität passiert natürlich nichts. Zumindest aktuell nicht. Das heißt, wir schauen, dass wir es da ein bisschen schneller upgraden können. So. Genau, hier dieser Geysir, der wird in 6 Cycles wieder ausbrechen. Und wir haben hier noch einige Puffs. Ich hoffe, dass sie das irgendwie überleben in der Zeit. Die sind sogar overcrowded. Wir haben hier auf jeden Fall ein Ei, das ist gut. Aber ich glaube, das sollte passen. Also da mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen. CO2 ist vom Level her auch ganz gut. Das sollte soweit passen. Jo. Ganz später möchte ich eigentlich hier direkt bei den Geysiren das Gas, was rauskommt, nur einsammeln mit einer Pumpe. Und dann am besten sogar flüssig machen, damit wir mehr lagern können. Und dann können wir das viel besser dosieren. Und können auch besser eben berechnen und so, wie viel wir tatsächlich halten können an Puffs. Wie viel wir brauchen und wie viel Slime wir dann tatsächlich haben.
Weil, ja, so aktuell funktioniert es zwar auch halbwegs, aber es ist halt immer, wenn die hier ausfallen, die Vents, dann sieht es halt immer ziemlich übel aus. Und das könnte man dann ein bisschen ausgleichen, wenn wir das irgendwie besser lagern können. Naja. Aber das ist, wie gesagt, was. Das ist eher Zukunftsmusik. Das wird irgendwann mal kommen, aber noch nicht jetzt. Wir haben erst noch viele andere Dinge zu tun. Der Stress geht gerade ein bisschen runter. Ich weiß gar nicht genau warum, weil, naja, also CO2-technisch sieht es immer noch genauso beschissen aus. Aber scheinbar ging irgendwie der Stress etwas nach unten. Das ist ja schon mal schön. Es fehlt eigentlich auch nur noch hier das Plastik für diesen High-Pressure-Gas-Vent. Dann können wir eigentlich anfangen. Frage ist halt nur, wann kommt dieses Plastik? Man weiß es nicht. Vielleicht baue ich auch einfach mal hier unten irgendwas ab. Da kommen die nämlich recht leicht hin. Und dann haben sie wieder ein bisschen Plastik. Mal schauen. Es muss nämlich wirklich gebaut werden, oder? Kommt ja was, Stinky? Nein, leider nicht. Leider nicht. Oh, unsere Kilokalorien steigen sogar. Das sehe ich natürlich sehr, sehr gerne. Okay. Sehr schön. Nur das hier wurde immer noch nicht gebaut. Meine Güte. Wir haben jetzt hier mittlerweile sogar Plastik rumliegen. Und da passiert trotzdem noch nichts. Naja, naja. Gut. Was machen die eigentlich oben? Ich meine, wir hatten ja hier die Star Map. Da haben wir auch noch ein bisschen weitere Sachen gefunden. Ein Eisplanet zum Beispiel. Krass. Sieht cool aus auf jeden Fall. Schauen wir mal, was wir hier haben. Das ist natürlich schon mal sehr schön, man. Da können wir Wort-Seeds tatsächlich bekommen. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Und CO2, okay, das brauche ich wirklich nicht. Oh Mann. So, ja gut, hier oben bauen die auch noch Zeug. Das dauert halt auch alles Ewigkeiten. Aber zumindest nur auf Priorität 5. Das heißt, da sollten die nicht zu sehr abgelenkt werden. Das Teleskop ist halt auf 9. Das ist eigentlich unnötig. So wichtig ist uns das Teleskop eigentlich wirklich nicht. So, hier ist irgendwie das Teil leicht kaputt gegangen. Da sind sie vielleicht mal nicht schnell genug geschlossen oder so. Kann mal passieren. Ja, ich hoffe, dass es nicht öfters vorkommt. Und genau, der Regolith ist jetzt irgendwie anders, wird jetzt anders berechnet, wie viel Platz er braucht oder wie viel in einen Teil passt. Dementsprechend dürfte jetzt die Regolith-Schicht ein bisschen höher nochmal sein. Und hier sieht man auch, die ist sehr hoch. Auch schon hier. Naja. Ja, aber es geht eigentlich. Das ist nicht so wild, wie ich dachte. Also, so viel mehr Regolith ist es nicht. Naja, es gibt ja eigentlich auch diese Mobs, die dann den Regolith mittlerweile abbauen können. Aber das war natürlich noch vor dieser Version. Dementsprechend haben wir den nicht. Und es kann natürlich sein, dass es deswegen auch etwas Imbalance zum Teil ist mit dem Regolith. Naja, ich weiß es nicht. So, jetzt fällt es hier runter. Wir können mal anschauen, wie die Roboter hier fleißig abbauen. Das funktioniert ja ziemlich gut. Und dementsprechend haben wir auch schon eine ganze Menge Regolith rumliegen. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Das können wir nämlich in der Tat hier als Filtration Medium nutzen. Das heißt, wir können damit theoretisch auch irgendwie zum Beispiel Wasser filtern. Also Regolith ist an sich jetzt nicht so übel. Ah, und die hier läuft auch endlich mal. Perfekt. Das heißt, jetzt sollten wir ein bisschen weniger CO2 bekommen. Wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern. Wir sollten auch da oben drüber vielleicht ein Mesh-Teils oder so bauen. Damit da schön das Ganze, oder Airflow-Teils, damit da schön alles durchziehen kann. Bauen wir mal aus Kupfer zum Beispiel. Und natürlich auch wieder auf einer hohen Priorität. So. Und dann hoffe ich einfach mal, dass das Ganze jetzt etwas besser wird. Hier wird es natürlich nicht besser, hier wird immer mehr kommen. Aber zumindest hier drinnen in der Base sollte es dann nicht mehr ganz so schlimm sein. So, ich suche immer noch nach irgendeinem Punkt, wo wir das quasi geöffnet haben. Aber ich sehe keinen. Also ich glaube, das kommt wirklich nur durch die Türen rein. Beziehungsweise durch das Kohlekraftwerk hier wird es dann produziert. Naja. Aber das sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus hier. Kommt einiges durch. Können wir auch nochmal direkt reingucken. Jawohl. Da wird das ganze CO2 transportiert. Pilze wachsen auch fleißig. Essen sieht besser aus wieder, aber hoffe ich natürlich, dass es immer noch ein bisschen mehr wird. Hier haben wir noch, wie viel haben wir jetzt? 4 Cycles noch und die sehen alle noch halbwegs mobil aus. Das ist sehr, sehr schön. Hungry, wie lange halten die noch durch? Steht das hier irgendwo? Das scheint sogar noch zu gehen, ne?
Hier, die haben noch Kalorien, lustigerweise. Also das... Wir hatten ja hier einen Überdruck an Polluted Oxygen und es scheint tatsächlich gereicht zu haben, dass die jetzt hier immer noch ein bisschen Essen haben. Das heißt, ja, die werden wahrscheinlich alle überleben. Sehr, sehr schön. Freut mich natürlich. Ich hoffe jetzt nur, wir haben jetzt ein bisschen CO2 rausgepumpt. Ich hoffe, dass es jetzt hier irgendwie diese Überdruckmechanik nicht kaputt gemacht hat. Sollte es eigentlich nicht, aber es kann natürlich sein, dass sich das ein bisschen anders verhält und dadurch jetzt nicht mehr geht. Also ich hoffe einfach mal, dass es immer noch klappt. Aber eigentlich sollte nichts kaputt gehen. Eigentlich sollte es eher sogar noch besser werden, wenn wir was rauspumpen, aber... Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, unser Slickster hat jetzt auch ein bisschen CO2, allerdings gar nicht so viel. Also das hat er ein bisschen aufgebraucht tatsächlich schon. Den würde ich natürlich immer noch gerne irgendwann mal fangen. Nur wir haben, glaube ich, immer noch nicht genug Plastik. Ja. Aber können ich werde oben nochmal ein bisschen von der Transit Tube abreißen. Und schauen, dass wir da entsprechend Plastik bekommen. Ah ja, hier wird jetzt auch wieder Petroleum hergestellt, dadurch, dass die Leitung soweit eigentlich wieder steht, oder die Wire. Nichtsdestotrotz, hier gibt es nämlich auch Probleme, also auch am besten mal upgraden. Direkt. Und naja, Petroleum sieht dadurch wieder besser aus. Jetzt natürlich die Frage, was ist mit der Plastikpresse, beziehungsweise hier. Ach so, wir haben natürlich gar kein Rezept mehr. So, Forever, Iron to Steel. Okay. Das läuft, aber so wie es aussieht, fehlt der Leim. Ah, hier haben wir 0 Kilogramm Leim. Da haben wir gar nichts mehr. Aber das sollten wir doch auch hinbekommen. Da können wir nämlich einfach sagen, dass wir Eggshell to Lime. Wir haben hier nämlich eine Menge Eggshells. Dann sagen wir einfach mal, dass wir eigentlich Forever. Eigentlich können wir das Forever machen. Und dann können wir nochmal immer zwischendrin hier ein bisschen Fossil to Lime machen. Da können wir zum Beispiel einfach mal sagen, dass wir hier 10 Stück davon machen. So, dann dürfte das eigentlich abarbeiten. Das ist sehr gut, dass es das mittlerweile geht. Das müssen wir nämlich nicht zwei von diesen komischen Teilen bauen, sondern können das alles in einem planen. Das ist in der Tat sehr, sehr praktisch. Gut. So, CO2-technisch. Es sieht wieder etwas besser aus. Also das Oxygen kommt langsam wieder nach unten, aber es dauert halt immer noch. Also wir haben auch noch einiges vor uns. Naja. Zieht natürlich auch viel Strom, das Ganze. Das muss man auch bedenken. Aber, naja, wir müssen es ja eigentlich tun. Ne? Es führt keinen Weg dran vorbei. Wir müssen das CO2 irgendwie loswerden. Ah, der Room Heater arbeitet jetzt auch schon. Der sollte eigentlich... Ich habe es auf 63 Grad gestellt. Aber wenn ich mir das hier so anschaue, glaube ich, kann man sogar noch ein bisschen niedriger stellen. Machen wir vielleicht auf 62 Grad Celsius. Ah, wie war bei? Nee, 63, weil jetzt hängt er hier schon so ein bisschen rum. Da, er eiert rum. Wir sind hier noch nicht überall auf guten Temperaturen, deswegen. Wir erhöhen nochmal ein bisschen. So, hier unten, die Resort ist da, das heißt, die hier können wir abrouten. So. Ja, die Temperaturen sollten damit eigentlich dann für die Slickster ganz gut sein, bald. Mit diesem Room Heater. Der braucht natürlich auch wieder ein bisschen unnötig Strom. Das ist mir auch klar. Aber wie gesagt, wir brauchen es halt irgendwie, damit die Slickster hier gescheit überleben. Und nicht zu, dass denen nicht zu kalt wird. Denn wir können ihn mal schauen. Oh, der kriegt sogar einen. Ah, nee, Lava ist richtig. Okay, Lava ist richtig. Steht da nochmal irgendwo, ab welchen Temperaturen da sich das Ganze ändert? Ah, ja, hier. 100 und hier 20 und 60. Also es wäre eigentlich gut, sogar nochmal ein bisschen höher zu gehen. Ja, 65 würde ich fast sagen. Auch wenn es natürlich ordentlich Energie zieht, das ist mir auch klar. Das ist schon lustig. Hier unten wollen wir es halt haben, warm haben. So schöne, kuschelige 70 Grad Celsius oder so. Da hält man sich ja immer gerne auf. Zumindest als Slickster. Ja. Kettelein. Ich weiß noch nicht, was dieses Orange genau bedeuten soll. Dass die Kettelein hier orange ist. Ich glaube, das heißt, dass die gerade am Abstackessen ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht auch nicht.
Weil der Stress geht auf jeden Fall auch wieder runter. Also das sieht auch sehr, sehr gut aus. Das Teleskop ist anscheinend am Idlen. Achso, haben wir schon wieder mehr hier auf der Star Map. Ja, okay, haben wir auch schon wieder rausgefunden. Das heißt, das ist irgendwie gerade ein bisschen merkwürdig mit dem Scrollen, weil hier hinten ist noch irgendwas. Ach, das ist derselbe? Okay. Das ist in der Tat etwas merkwürdig. Analysieren wir einfach direkt mal dieses merkwürdige, geklippte Objekt. So, wir können endlich hier die Critter Trap bauen. Machen wir einfach direkt mal. So, auch schon auf einer schönen hohen Priorität. Und da sehen wir schon, das Lixer wird auf jeden Fall reinlaufen. Und hier ist, glaube ich, alles eingestellt, ne, dass wir auch hier reinkommen. Longhair Lava, Molten und die normalen Slicks da auch. Ja. Auch auf einer hohen Priorität, jawohl. Und dann sollte das auch bald da reinkommen. Und ich hoffe, dass es auch hier von der Temperatur her passt. Ich meine, wir heizen ja immer noch schön. Also eigentlich sollte das funktionieren. Eigentlich sollte das funktionieren. Ha, gut. Kann nur sein, dass hier das nachströmende CO2 ist halt tatsächlich recht kühl. Das heißt, es kann sein, dass es deswegen ein bisschen auskühlt tatsächlich. Wenn dann da auch CO2 verbraucht wird. Ich glaube nicht, dass der Effekt jetzt so groß sein wird. Hier unten das ganze Eis und so weiter ist eigentlich mittlerweile geschmolzen. Das heißt, es kühlt auch nicht mehr so stark. Ansonsten kühlt hier eigentlich gar nichts. Hier haben wir noch ein bisschen Eis. Ne, ist Granit. Aber hier... Ne, ist alles Granit. Okay. Aber da haben wir noch ein ganz kleines bisschen Eis. Aber es wird auch bald schmelzen. Oh, wir bekommen hier schon Wong Element Damage. Weil wir hier natürlich auch aufgebaut haben. Ich glaube, da wollte ich einen Slickster befreien. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt geschafft habe, weil ich sehe gar keine Slickster mehr. Da war aber mal einer. Da ist auch noch eine Eierschale. Ach hier, guck mal, da ist er. Ah, sehr schön. Haben wir noch einen befreit. Das Problem ist aber, diese Pumpe muss weiter nach unten. Also generell, es ist halt echt viel Wasser da reingelaufen. Das ist nicht schön. Wir sollten hier eigentlich auch noch ein bisschen... Ich weiß gar nicht, können die hier abbauen? Man weiß es nicht so wirklich. Aber diese Pumpe muss tiefer. Die Pumpe muss tiefer. So, wir bauen ja am besten... Ja, hier runter so. So. Gut. Wir müssen auch noch hier die Stromleitung entsprechend ausbauen. So, und dann dürften wir gleich die meisten Probleme wieder gelöst haben. So, Plastik ist jetzt hier. Es fehlen noch 12,5 Kilogramm Plastik. Also das kriegt er doch jetzt auch noch hin. Los, enttäuscht mich nicht. Na gut. Ich enttäusche mich fast immer, ich weiß. Das ist sehr, sehr traurig. Ah, okay, die andere Pumpe wird abgebaut. Sehr schön. Hier wird auch langsam aufgebaut. So, die Critter Trap dürfte auch bald mal irgendwann vielleicht gebaut werden. Toll, jetzt liegt hier das Plastik rum, weil jetzt ist Downtime. Na super, aber dann am nächsten Tag sollte es wirklich gebaut werden. Jawohl, er ist in der Falle, in der Falle. Jetzt müssen wir nur schnell einfangen, bevor die Falle wieder zu warm wird oder so. Leute, schnell. Wir haben hier ein Slickster in der Falle. So, wie warm darf das werden? Wahrscheinlich genau 75 Grad und es ist hier 70. Also es sollte eigentlich gehen, aber es ist schon sehr, sehr knapp. Also ein paar Grad Wärme und das Ding wird auch noch kaputt gehen. Der andere Slickster hier ist so ein bisschen... Der hat Hunger. Ich fürchte, dass der hier nicht gescheit ans CO2 kommt, weil hier eigentlich Wasser ist. Deswegen versucht den gleich da irgendwie raus. So, jawohl, den haben wir eingesammelt. Das heißt, der kommt jetzt hier hoch. Das Ding kümmert sich schon drum. Der wird jetzt hier ausgeladen. So, delivered Slickster. So, dann wird auch gleich gegroomt. Sehr schön. Jawohl. Da wird er gestriegelt und jo. Wie warm ist das Ding? Ich glaube, das sollte passen. Wo sehen wir das nochmal? Properties. Ja, Temperature 69. Das geht natürlich ein bisschen runter, weil es hier nicht ganz so warm ist, aber sollte eigentlich passen. Ja, die Teils werden auch wärmer. Hier hinten ist es generell warm. Hier sind wir auch schon bei... Wir sind immer noch bei 61 Grad, also sonderlich effektiv ist dieser blöde Space Heater nicht. Leider. Wir brauchten ja einen Strom. Ich habe echt das Gefühl, das ist eine sehr, sehr unnötige Stromverschwendung. Wir brauchen es halt irgendwie warm da, ne?
120 Watt. Wir haben ja eigentlich auch nicht wirklich was anderes, was hier gut Temperatur machen kann. Er macht halt 18k DTU. Ist halt echt nicht so richtig viel. Also ich meine, der Liquid Tepidizer macht halt 4000. Naja. Ich will da aber keinen Tepidizer reinbauen. Das wäre ein bisschen zu übertrieben, glaube ich. Weil der erwärmt sehr, sehr schnell. Und ja, man kann es... Es gibt einen Bug. Ich weiß nicht, ob man den immer noch nutzen kann. Aber man kann mit einem Liquid Tepidizer tatsächlich eine Steam-Turbine betreiben. So mehr oder weniger. Aber man bekommt nicht sonderlich viel. Man kriegt ein bisschen Energie raus. Aber es ist auch ein bisschen aufwendiger. Also, ja, es lohnt sich jetzt nicht so super. Aber man kann es theoretisch bauen. Und mal ausprobieren. Da gibt es nämlich so einen kleinen Bug irgendwie, wenn er da, der schaut irgendwie, der überprüft die Temperatur an einer komischen Stelle. Und dadurch kann man da ein bisschen was ausnutzen. Naja. Ah, perfekt. Da kommt er wieder. Da wird auch schon wieder das Lime produziert. Wir haben hier jetzt ein bisschen wenig Strom, wie man sieht. Aber so an sich würden die sonst alles aufsammeln und liefern. Das heißt, es wird wieder das Lime produziert und alles sieht wieder gut aus. Eigentlich. Na, ich meine, das haben jetzt nicht so viele überlebt. Zwei und noch so ein komischer. Ich glaube, der bringt uns aber nichts. Ja, Bleachstone, ganz ehrlich, den können wir eigentlich sogar attackieren, weil der brauchen wir überhaupt nicht. Der ist unnötig. So, Bufflet Egg. Ah, perfekt, da wird auch ein bisschen Slime jetzt geliefert. Das läuft also jetzt nach und nach wieder an. Ah, Plastik wird auch wieder produziert. Sehr, sehr gut. Hier fehlt jetzt irgendwie... Was fehlt denn hier? Petroleum, ne? Aber warum? Warum fehlt hier... Achso, wahrscheinlich, weil der... Ja, gut. Der muss es hier ausgeben und deswegen... Ja, die Plastikpresse ist nicht so schnell. Aber das ist doch schön. Da kriegen wir auch wieder Plastik. Da können wir vielleicht doch noch... Es wäre natürlich schön, wenn wir das noch heute hinbekommen würden in dieser Folge, aber... ja, gut. Ich meine, viel ist ja eigentlich nicht. Ich würde gerne hier diese... Transit Tube noch fertig bauen. Ich meine, es ist schon einiges, aber da muss ich jetzt nicht unbedingt den ganzen Baufortschritt hier die ganze Zeit begleiten mit euch, sondern da bauen wir einfach mal kurz und dann lassen wir es halt bauen über die Zeit, ne? Machen wir es einfach so. Teleskop können wir auch wieder ausrichten, machen wir auch direkt mal, das war hier dieses komische Objekt. Sieht es auch nicht so mega spannend aus, dann erforschen wir mal das nächste. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir schon sonderlich viel haben, wir können mal gucken, ob wir jetzt zumindest hier unten diese Teils wieder bauen können. Ja, guck mal, 400 haben wir schon wieder. Geht doch ganz gut voran. Der Goldvulkan hier hat immer so ein bisschen Probleme, weil die das Zeug nicht abholen wollen. Deswegen dachte ich mir, wir bauen einfach mal hier. Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte es eigentlich rotieren. Mit O. Warum rotiert man mit O? Na, egal. So, dass wir es so bauen. Einfach einen Autosweeper hinpacken. Und dann soll das eigentlich funktionieren. So, dann schließen wir das an. Wobei, wir brauchen da gar nicht die gute Wire. Die alte Wire reicht da komplett aus. Oh, anschließen. Dann sollte es doch eigentlich funktionieren. Dann sollte das Gold besser aufgesammelt werden. Man sieht, die können es zwar schon auch irgendwie einsammeln, aber es klappt also nie so richtig gut. Deswegen liefere ich es einfach mal gleich hier in so einen Storage Compactor. So, das ist dann Gold. Das müsste dann Refined. Ja, Manufactured? Nee, Manufactured. Die heißt es nämlich, glaube ich, anders. Ore, Filtration, Industrial? Nein. Metal Ore, genau. Metal Ore. Okay, das normale heißt jetzt Metal Ore und das andere heißt Refined Metal. Genau, okay. Das ist nicht, hat sich nicht geändert, aber Metal Ore. Das ist jetzt irgendwie neu. Gut, Gold. So, Gold soll hier rein. Und da wird auch schon schön das Gold gesammelt. Dauert natürlich eine Weile, weil das ist eine ganze Menge Gold, was da rumliegt. Ah, ne, das war schon alles. Okay, oder was heißt, das war's schon? Wir haben hier 10 Tonnen. Ja doch, 10 Tonnen Gold haben wir da tatsächlich jetzt drin. Das ist schon ziemlich ordentlich. Weil, ja, ich hatte hier wieder so ein bisschen Probleme und musste hier eine Wire austauschen, und zwar genau die hier. So, und hier sieht man auch schon sehr schön, dass es da auch Overload-Damage gibt und ach, ist das schlimm alles. Überall gibt es Überlastungen im Stromnetz. Überall, wo wir noch die alten Leitungen haben. Ja. Gut, wen wundert's, ne? So, machen wir auch mal
eine Verbindung. So. Dann kommt das erstmal weg. Weil es ist interessant, dass wirklich nur diese Bridge kaputt geht. Alles andere an der Wire scheint dann noch zu funktionieren. Naja, gut. Woran auch immer das liegen mag, wir wollen auf jeden Fall diese Bridge austauschen. So, perfekt. Und Travaldo kann eigentlich auch schon zum Space Cadet werden. Das ist der erste, der ist ja von der Moral her auch ganz gut. Weil wir ihm ja da mit dem einen, wie heißen die, mit dem Newell Vacillator haben wir ihm ja da so einen Trade gegeben. Dementsprechend wird das tatsächlich unser Astronaut. Der war auch immer so fleißig, von dem her, das soll der erste Duplikant werden, der ins All fliegt. Oh ja. Aber das wird natürlich noch ein bisschen dauern, denn wir haben noch nicht mal irgendeine Art von Rakete. Also arg schnell wird es auch nicht stattfinden. Da ist mir aufgefallen, dass hier unten habe ich ein bisschen was falsch gebaut mit diesem Sensor. Das war ein bisschen dämlich. Weil der Sensor müsste entweder nach oben hin oder einfach generell irgendwie... Ja, das war nicht so richtig intelligent. Deswegen werde ich das einfach manuell steuern und dann sage ich einfach mal, dass wir das disablen. Denn man sieht, sauerstofftechnisch sieht es wieder deutlich besser aus. Wir haben jetzt auch deutlich weniger CO2 in der Base. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und da fällt mir gerade auch ein, der Natural Gas Generator oder der Geysir hier sollte langsam wieder laufen eigentlich. Jawohl, der ist jetzt hier aktiv. Wo steht der? Ah ja, hier, 0,2 Cycles. Dann geht's ja wieder ab. Ah ja, guck mal, die produzieren sogar schon. Viele sind noch nicht drin. Ich glaube, die haben sogar wieder alles aufgebraucht. Aber gleich eruptet er wieder und dann sollte es wieder vorangehen. Sehr, sehr schön. Das heißt, wir haben auch jetzt wieder nicht mehr so große Stromprobleme wie am Anfang. So, nur hier diese Wire. Ich glaube, die ist auch am kaputt gehen, oder? Das ist doch bestimmt drin. Wollen wir die auch noch kurz abreißen? Jawohl, da eruptet er gleich wieder. Und der hier ist sogar schon wieder disabled, weil die Batterie voll genug ist. Also jetzt haben wir endlich wieder ein bisschen Strom. Wobei der, dem wir jetzt, glaube ich, hat das Natural Gas ausgegangen. Naja, gleich kommt wieder Neues. So, hier geht es nämlich an. Da kommt dann alles hier schön durch. Wir können es mal erstmal auch mal anschauen. Jawohl, so sieht's aus. So soll es auch funktionieren. Sieht schon ganz witzig aus. So, und da staut es sich auch langsam, aber sicher. In der Pipe. So, ich glaube, der Tank ist gleich voll. Oder was heißt voll? Gleich kommt ein bisschen was in den Tank rein. Ja, gut. Okay, das füllt sich also auch so langsam wieder. Auch sehr, sehr schön. Hier, das Petroleum ist eigentlich auch wieder soweit voll. Das heißt, wir können hier die Priorität auch wieder ein bisschen senken. Oh, die Plastikpresse läuft wieder. Ach, das läuft doch alles richtig gut. Auf die habe ich nämlich eigentlich gewartet. Da können wir nämlich wieder ein bisschen weiter bauen. Ja, das ist so ein bisschen... Ja, gut. Viel ist da noch nicht. Also die hier ist jetzt bisher wieder durchgängig, aber hier fehlt er jetzt noch komplett. Das heißt, hier müssen wir dann wieder weitermachen. Und ja, wir können ja einfach mal wieder weiter planen. Hier gibt es irgendwie ein... Ach ja, das liegt... Okay, an der Pflanze liegt es. Huch. Diese Pflanze muss weg. Doch eigentlich auch ganz schnell. Ah gut, bis das hier gebaut wird, wird es ein bisschen dauern, weil da das ist mehr als eine Fuhre Plastik. Das sind eher zweimal die Plastikpresse durchlaufen lassen. Da müssen wir noch hier hoch und dann sind wir da. Also ist schon noch ein Stück. Aber wir nähern uns dem Ziel. Wir nähern uns dem Ziel langsam. Ja. Sehr schön. Und dann, ich will natürlich auch noch ein Duplikant da durchfliegen sehen. Okay, also das mit dem Plastik dauert mir jetzt, glaube ich, doch ein bisschen zu lang noch. Wobei, hier wird gerade wieder ein bisschen was hergestellt. Also, es geht langsam voran, aber ja, es wird wahrscheinlich noch so, was weiß ich, eine halbe Stunde dauern oder so, bis da wirklich alles da ist. Also schieben wir das vielleicht eher auf die nächste Folge auf. Und ja, dann werden wir dann schauen, dass wir dann in der nächsten Folge das Transit Tube System in Betrieb nehmen. Das wird sicherlich sehr interessant, da freue ich mich schon drauf, denn dann können wir oben auch viel besser und schneller bauen. Dann müssen wir nämlich nicht immer so unnötig hochfliegen. Und es spart im Endeffekt wahrscheinlich auch ein bisschen CO2. Ja, also eigentlich nur gute Dinge hier. So, da gibt es noch irgendwie Eisen. Interessant, ja. So, ja, wie gesagt, das wäre es dann eben für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann vermutlich ganz normal nächste Woche. Soll es dann eigentlich auch wieder normal weitergehen mit Oxygen Not Included. Und bis dahin, schönen Tag noch und...